Monate später nimmt Kreisky auch Abschied von der Volksvertretung. Fast 30 Jahre lang war er als sozialistischer Abgeordneter im Parlament gewesen. Ich bin sehr froh, dass ich so lange an diesem großen Aufbauwerk mitwirken konnte und dass die Entwicklung dazu geführt hat, dass heute alle Gruppen unseres Volkes zu unserer Fahne stehen, ihr Haupt entblößen, wenn unsere Hymne erklingt, dass es heute keine politische Gruppe von Relevanz und keine Partei gibt, die den Mut hätte, die Lebensfähigkeit unseres Landes in Zweifel zu ziehen. Kurz, dass ein neuer österreichischer, sehr ruhiger und stiller Patriotismus entstanden ist und dass sich erfüllt hat der Geist jener berühmten Rede der Grillparzer, die Sprache der Dichtkunst Ausdruck verliehen hat. Ich hoffe, Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass uns dieser Geist immer wieder aufs Neue zusammenführen wird. Ich danke Ihnen. Unterdessen verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. In Hannover in der Bundesrepublik Deutschland bekommt Kreisky als einer der ältesten Patienten eine neue Niere. Sein Nachfolger besucht ihn im Spital. Das Gesprächsthema ist unpolitisch. Es geht um den Bart. Ich habe den ja schon gehabt, einmal wie ein Schwerpunkt. Im Sommer die Zeit. Im Sommer ist es zu kleid. Weil die nicht in den Bart zum Rasieren, das ist jetzt ein Gewirbel hier. Und dazu brauche ich 15 bis 20 Minuten. Und ich kann nicht stehen bleiben. Da auch bleiben zu rasieren, durch einen starken Bart. Kreisky erholt sich und steht ein letztes Mal für ein politisches Amt im Gespräch. Er wird bedrängt, sich als Bundespräsident zu bewerben. Doch Kreisky sagt nein. Ich kann nur das sagen. Ich bin kein Kandidat und wünsche auch keiner zu sein. Kann er sich auch nicht mehr überzeugen? Nicht einmal durch Schmeicheleien. Hochrangige ausländische Besucher kommen 1985 nach Österreich, um bei den Staatsvertragsfeiern dabei zu sein. Vor genau 30 Jahren war der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet worden. Gefeiert wurde im gleichen Saal, in dem am 15. Mai 1955 Österreichs Freiheit besiegelt wurde, in Belvedere. Ich bin ein lebender Zeuge dafür, dass seit diesem Tage, seit diesem 15. Mai 1955, es nicht eine einzige Stunde der Gefahr für Österreich gegeben hat, für Österreichs Freiheit und Unabhängigkeit gegeben hat. Selten hat das österreichische Volk eine so lange Periode des Friedens, der Sicherheit und der Freiheit von Kriegen durchlebt wie in diesen 30 Jahren. Umgang mit ausländischen Staatsmännern gibt Kreisky auch nach seinem Abgang als Bundeskanzler nicht auf. Eine seiner weitesten und fraglos exotischsten Auslandsreisen führte ihn im September 1986 nach Nordkorea zu Präsident Kim Il-sung. Herzlich willkommen. Einen vollen Saal gibt es dann wieder in Österreich, als Kreisky seine Memoiren zwischen den Zeiten präsentiert. Der Herausgeber der Presse, Otto Schulmeister, über den Buchautor. Dr. Kreisky ist ein Stück österreichischer Geschichte und er gehört zu dem, genauso wie dieser Saal und der ganze Ort und diese Stadt. Den letzten Konflikt mit der SPÖ löst Kreisky Anfang 1987 aus. Er legt den Ehrenvorsitz nieder und bricht mit dem damaligen Parteiobmann Sinowatz und Bundeskanzler Franitzky. Kreisky ist verbittert, dass die SPÖ in der neuen großen Koalition das Außenministerium der ÖVP überlässt, ein Haus, in dem er der erste sozialistische Minister war. Die Spannung mit der SPÖ dauert fast 3 Jahre. Erst bei einer Parteifeier im November 1989 trifft Kreisky wieder öffentlich mit Franz Franitzky zusammen, der mittlerweile Parteivorsitzender geworden ist. Und Kreisky gibt sich verbindlich.
müssen Sie nicht wieder vertragen, wir haben uns ja nichts drin. Ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Und dann ein versöhnender Händedruck zwischen Franz Franitzky und Bruno Kreisky. Dass sich in diesen paar Zeilen das ganze Programm der Arbeiterbewegung, der sozialdemokratischen Bewegung sozusagen widerspiegelt, in ihm konzentriert, in diesen Versen konzentriert ist. Aber man kann auch etwas anderes sagen, dass all das einmal errungen nicht selbstverständlich Besitz ist. Denn das Arbeit, dass die Arbeit hier gerade jetzt inmitten in einer schweren Krise nicht für alle da ist, das bedarf ja keines besonderen Kommentars, denn in einer Zeit, in der fast 30 Millionen Menschen arbeitslos sind und Ökonomen sogar ausziehen und zu beweisen, dass das eine ganz selbstverständliche Erscheinung der modernen Wirtschaft ist, wie das unlängst geschehen ist und immer wieder geschieht. So ist, kann man wohl sagen, dass dieser Teil dieses Gedichts jedenfalls nicht überall und nicht immer verwirklicht wurde und dass diese Gefahr der Arbeitslosigkeit ja als die größte und düsterste über den arbeitenden Menschen schwebt. Dass man die Schulen, die Tore der Schulen und der Universitäten weit aufgemacht hat und dass das ein politischer Prozess war, an dem die Sozialdemokratie maßgebend beteiligt war, das kann nicht bestritten werden. Aber es stellen sich neue Probleme. Was machen wir mit all den vielen Menschen, die gelernt haben, und zwar das gelernt haben, was sie lernen wollten. Und dass die Alten nicht mehr betteln gehen müssen, das hat sich sicherlich in Österreich verwirklichen lassen. Aber wir wissen genau, dass es starke Tendenzen gibt, den Wohlfahrtsstaat abzubauen und dass es in manchen sehr konservativ regierten Ländern wieder ein rasch fortschreitendes Elend und eine rasch fortschreitende Armut gibt. Es muss in der Gesellschaft eine permanente Machtkontrolle geben. Das heißt, man muss immer wieder das, was entsteht, in Frage stellen können. Denn es gibt tendenziell in jeder Gesellschaft Klassenentwicklungen. Es gibt heute nicht mehr Klassen in dem Sinn, wie sie Marx beschrieben hat, aber es gibt Klassen von Menschen, die mehr Einfluss haben über andere, die weniger Einfluss haben. Und die Güte und die Qualität einer Gesellschaft hängt davon ab, wie groß ist die Kontrolle, die man über diejenigen hat, die Macht ausüben. Der Klassenkampf ist ein historisches Phänomen und findet immer statt. Man findet immer nur einen neuen Namen dafür. Heute nennt man diesen Klassenkampf den Umverteilungskampf, den Verteilungskampf in der Gesellschaft. Das ist ein Wort der modernen Ökonomie, um das Wort Klassenkampf nicht zu gebrauchen. Der Klassenkampf ist eine historische Tatsache, der wird in gewissen Epochen weitergeführt werden, er wird nur sich wandeln. Er erfährt sozusagen eine Sublimierung im, wenn ich so sagen darf, psychoanalytischen, in einem psychoanalytischen Lehnwort.